Habt ihr schon mal 10.000 Euro in ein Spiel reingesteckt? Nein, ich auch nicht. Und heute ist der Tag, wo ich das Ganze mehr oder weniger machen werde. 1 Million Gems im Wert von ungefähr 1 Million Robux werden wir uns in diesem Video kaufen und damit 10.000 Murder Mystery Boxen öffnen. Wie viele Godlies und wie viele Legendaries wir am Ende haben werden, das erfährst du in diesem Video. Like das Video, falls dir gefällt, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Und benutze auch gerne den Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Murder Mystery 2. Und ja Leute, heute ist der Tag der Tage angekommen. Wir werden uns heute 1 Million Gems kaufen und ja, davon werden wir dann Boxen öffnen und hoffentlich coole Knives und Guns rausbekommen, Leute. 1 Million Gems. Habt ihr das schon mal irgendwo auf YouTube gesehen? Und ja, GG auf jeden Fall an den Avatar hier. Leute, 1 Million Gems sind umgerechnet um die 10.000 Euro und halt auch um die 1 Million Robux. Ja, Leute, zum Glück habe ich allerdings einen Trick, Leute. Ich habe euch vor dem Intro ein bisschen angeblufft. Ja, ich bin gerade auf dem Testing-Server, der irgendwie sehr selten öffnet. Da haben wir schon die 100.000 Gems geöffnet und ich habe gesagt, wenn das Video 10.000 Likes erreicht, dann werde ich auch 1 Million Gems öffnen. Und ja, ich nehme das Video hier direkt nach dem mit den 100.000 auf. Das heißt, ich weiß nicht, ob das Video 10.000 Likes erreicht hat oder nicht. Aber Leute, da ich euch sowieso alles gebe, gebe ich euch auch das hier, Leute. Das heißt, wir öffnen heute für 1 Million Gems Boxen. Und zwar nehmen wir die Mystery Box 1. Und ja, Leute, beim letzten Video habe ich 60 Minuten lang aufgenommen, beziehungsweise 60 Minuten lang durchgehend Boxen geöffnet. Und das war ja nur quasi ein Zehntel von dem, was wir heute machen werden. Dafür habe ich mir heute einen Mechanismus quasi aufgebaut, der das Ganze ein bisschen beschleunigen wird. Das heißt, ich bin mal sehr gespannt, Leute. Ich bin auch mal sehr gespannt, was für Loot wir bekommen werden. Ich würde sagen, aber like das Video, falls es dir gefällt. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Vielleicht schaffen wir auf diesem Video hier die 1 Million Likes, Leute. Oder die 1 Million Kommentare. Schreibt doch mal in die Kommentare, Leute. Habt ihr schon mal eine Godly gezogen oder eine Legendary oder sowas? Oder habt ihr das noch nie gezogen, Leute? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und wenn ja, welche? Und wenn eine, dann würdest du gerne eine haben. Und welche würdest du haben? Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Leute, 1 Million Likes schaffen wir noch easy, Leute. Easy peasy, 1 Million Likes, Leute. Das war natürlich ein Scherz, Leute. Wir schaffen das nicht, aber like doch gerne das Video. Und Leute, benutzt doch gerne Starcode. Jojo, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst. Ja, Leute, wir haben Glück. Und zwar sind wir auf dem Murder Mystery Testing Server. Und hier haben wir, wie gesagt, schon die 100.000 Gems geöffnet. Hier ist das Loot. Wir haben sogar den Darkbringer bekommen, Leute. Also wir haben tatsächlich einen Godly bekommen aus 100.000 Gems, was ja ungefähr 1.000 Euro sind. Heute werden wir für 10.000 Euro Boxen öffnen. Naja, nicht ganz, Leute. Also rein theoretisch schon gesehen 10.000 Euro, aber hier im Testing-Server kann man sich tatsächlich, Leute, 13.000 Gems für nur ein Robux kaufen. Ich könnte natürlich mit den Robux, die ich hier habe, können sich mir auch so im richtigen Murder Mystery 1 Million Gems kaufen, aber das würde ich niemals machen. Das ist viel zu teuer. Und bitte macht das, was ich hier mache, auch nicht nach, Leute. Im Testing-Server okay, aber im richtigen Murder Mystery gibt man 10 Euro oder sowas für eure Robux aus oder sowas. Kauft euch noch in Boxen, aber bitte jetzt nicht so wie ich in die Höhen gehen. Ich bin ja auch schon, ich habe ja auch schon 10.000 Robux im richtigen Murder Mystery ausgegeben. Wie gesagt, Leute, die Sachen, die ich hier bekomme, sind nicht im richtigen Spiel drin. Die hier sind bald wieder quasi weg, Leute. Die kommen nicht ins richtige Spiel rein. Aber es ist halt trotzdem interessant zu sehen, was für Sachen man bekommt, wenn man quasi 10.000 Euro ausgibt, um... Aua, aua, aua. Um Boxen zu öffnen, Leute. Ich meine, das macht ja sonst niemand. Und wie gesagt, ich gebe hier auch in diesem Video keine 10.000 Euro aus, sondern quasi... nur ein paar Robux, aber rein theoretisch gesehen wäre das jetzt 10.000 Euro, beziehungsweise 1 Million Robux und das ist echt eine Menge, Leute. Das ist mehr als eure Eltern im Monat verdienen, also quasi ein Normalangestellter kann, wenn eure Eltern jetzt ein hoher Arzt oder sowas sind, kann es sein, dass sie mehr verdienen, aber ich meine, selbst dann würde ich so viel Geld niemals ausgeben, Leute. Auch nicht, wenn ich Millionär wäre, würde ich auch nicht so viel Geld für so viele quasi Boxen ausgeben. Aber wie gesagt, Leute, hier kann man sich 13.000 Gems für ein Robux kaufen und das mache ich jetzt mal, Leute. Gehen wir jetzt hoch auf 1 Million Gems, Leute. 1 Million Gems. Ich meine, natürlich ist es jetzt billig, aber es ist halt trotzdem immer noch krass zu sehen, Leute. Ja, wie gesagt, das hier ist die Ausbeute vom letzten Video. Wir haben 48 Legendaries bekommen und ein Godly. Das heißt, rein theoretisch müssten wir jetzt das Zehnfache davon bekommen. Ja, mal sehen, Leute. Gehen wir jetzt in den Shop, Leute, und jetzt kaufen wir uns einfach eine. Oh mein Gott, das wird jetzt Jahre dauern. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, Leute, weil irgendwann kann vielleicht eine Fehlermeldung kommen, wobei wir halt immer jedes Mal nur ein Robux ausgeben. Das heißt, es müsste eigentlich gehen, Leute. Wir gehen jetzt hoch auf 1 Million Gems und das ist hier...
es fühlt sich schon so ein bisschen an wie so ein Hack, Leute. Es fühlt sich schon so ein bisschen, als ob ich jetzt die gerade hacken würde oder sowas. Oder es ist halt sehr unfair. Aber ich sag mal so, jeder auf diesem Testserver hat diese Funktion, für einen Robux das zu kaufen. Jeder hat das. Und wie gesagt, es ist nicht im richtigen Murder Mystery 2. Da habe ich die Sache nicht. Da muss man sich das halt wirklich quasi legitim kaufen. Das hier ist ja auch nicht verboten oder sowas. Das ist halt der Testserver. Aber wie gesagt, ist nur der Testserver, ist nicht das richtige Spiel. Obwohl es ja vom richtigen Spiel ist. Wir haben jetzt schon mal die 100.000 Gems geknackt, Leute. Das heißt, wir haben schon mal ein Zehntel von dem, wo wir hinwollen. Und weiter geht's, Leute. Ja, in diesem Video gehen wir um die 100 Robux aus. Oh nein, Leute, so viel, also, naja, so viel ist das wie gesagt nicht, aber umgerechnet wären es rein theoretisch gesehen ungefähr 1 Million Robux. Das ist halt schon eine Menge, Leute, das ist halt schon eine Menge. Und wir begeben uns in Richtung 200.000, Leute. Wir begeben uns in Richtung 200.000 Gems. Ich komme darauf nicht klar. Es fühlt sich so komisch an, Leute. Es fühlt sich hier gerade richtig komisch an, die ganze Zeit das hier zu kaufen und einfach die Gems hier nach oben, oben, oben gehen sehen, Leute. 200.000 Gems. Die hatte ich noch nie, Leute. Das Maximale, was ich an Gems in Murder Mystery hatte, waren 13.000. Natürlich waren die halt auch, wie gesagt, legitim gekauft. Das hier ist ja auch, wie gesagt, legitim, aber halt nicht im richtigen Spiel. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon oft genug erklärt, Leute. Habe ich, glaube ich, oft genug erklärt jetzt, Leute. Und wie gesagt, ich nehme es auch am selben Tag auf, wo das Spiel hier auf ist. Sehr wahrscheinlich, wenn dieses Video hier rauskommt, wird das Spiel sehr wahrscheinlich schon wieder geschlossen sein. Aber immerhin sehen wir ja, was wir hier für Loot bekommen könnten. Rein theoretisch, wenn wir 10.000 Euro in Murder Mystery 2 stecken würden. Ja, Leute, wir kaufen und kaufen immer noch. Und wir sind jetzt bei den 299.000 Gems angelangt. Und jetzt sind wir bei den 300.000. Ich bin echt mal gespannt, ob gleich eine Fehlermeldung kommen wird oder nicht. Ich meine, wir geben hier rein theoretisch gerade immer nur einen Robux aus. Das ist ja wirklich gar nichts eigentlich, Leute. Übrigens, falls ihr überhaupt 5 Robux oder sowas ausgeben wollt, geht gerne in meine Roblox-Gruppe. Da gibt es richtig coolen Roblox-Merch. Da gibt es teilweise auch Shirts und so und Hosen für nur 5 Robux. Da gibt es auch ein paar teurere, Leute. Aber gerne abchecken. Genauso wie mein Real-Life-Merch. Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Genauso wie zu meinem Roblox-Merch und auch zu meinem Discord-Server. Ich meine, ich kann dir so ein bisschen erzählen, während ich hier kaufe, Leute. Und gleich werden wir dann ganz viele Boxen öffnen. Natürlich, Leute, mit der Timelapse und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, beim letzten Video haben wir 60 Minuten lang aufgenommen für 1000 Boxen. Dieses Mal wären es 10.000 Boxen. Das kann ich nicht in ein Video schneiden. Das würde 10 Stunden dauern, Leute. Deshalb habe ich mir auch einen krassen Mechanismus ausgesucht und den, also beziehungsweise quasi erfunden quasi. Und den werde ich euch auch gleich zeigen, Leute. Wir sind gleich bei den 500.000 Gems angelangt. Alter Schwede. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. 6.000 fehlen noch. Alter. Oh mein Gott. Wir kaufen aber das jetzt hier gerade, Leute, wir kaufen aber das hier gerade mal dreimal, dann haben wir genau, Leute, wir haben jetzt einfach 500.000 Gems in Murder Mystery 2. Oh mein Gott. Das fühlt sich, Leute, das fühlt sich nicht gesund an. Es ist nicht gesund, aber es ist gerade legit, Leute. Es ist gerade wirklich so. Oh mein Gott, okay, Leute, wir haben noch die Hälfte, eine andere Hälfte vor uns und die werden wir uns jetzt holen, Leute, die werden wir uns jetzt holen. Und ja, Leute, ich mache das mal eben im Schnelldurchlauf, weil sonst geht das Video wirklich viel zu lang. Leute, wir kommen der 1 Million ganz nah. Leute, einmal das hier noch und jetzt boom und jetzt, Leute, noch dreimal das hier und dann haben wir einfach 1 Million Gems in Murder Mystery 2, Leute. Jetzt werden wir die 1 Million Gems knacken. 3, 2, 1 und boom! Man sieht die Zahl nicht mal mehr, Leute. Guckt euch das an. Wir haben einfach eine 1, die halb vom Diamant verdeckt wird. Und dann einfach 6-0, Leute. Wir haben 1 Million Gems in Murder Mystery 2. Wie gesagt, Leute, nicht im richtigen, aber wir haben sie trotzdem, Leute. Das ist das richtige Spiel, quasi nur auf einem anderen Server. Es ist auch offiziell vom richtigen Macher und sowas gemacht, Leute. Das ist quasi dasselbe Spiel, nur quasi in, ja, die Testversion. Und ja, Leute, wir werden jetzt quasi für 10.000 Euro, für 1 Million Robux, für 1 Million Gems, werden wir jetzt Boxen öffnen. Und zwar, Leute, wir haben uns diese Folge für die Mystery Box 1 entschieden, weil dort eben der Gemstone rauskommt, Leute. Und ich finde... Au! Danke fürs Killen. Ich finde den Gemstone mega cool, Leute, die Waffe. Und wie gesagt, die kommen nicht ins richtige Spiel im Endeffekt dann rein. Aber, Leute, mal schauen, ob wir überhaupt ein Godly bekommen werden. Mal schauen, ob wir vielleicht sogar 2 oder mehrere bekommen werden. Und natürlich auch, wie viele Legendaries wir rausbekommen werden. Wie gesagt, bei den 100.000 haben wir 50 Legendaries quasi und ein Godly bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich das 10-fache rausbekommen. Und, Leute, jetzt zeige ich euch mal meinen Mechanismus. Und zwar, Leute, ich mache dir das mal ganz kurz an. Und jetzt werdet ihr schon was feststellen. Und zwar, Leute...
Ja, der hat losgelegt, Leute. Der hat gerade ziemlich viele Sachen geöffnet. Ja, und zwar 10 Stück direkt. Ja, Leute, wir haben direkt ein Legendary bekommen. Und ja, die Gems, also Leute, der hat direkt hier 1000 Gems gerade ausgegeben. Und das werde ich jetzt noch weitere, hunderte von hunderten Malen machen. Und Leute, das heißt, für euch geht's jetzt in die Timelapse. Für mich geht's jetzt in mein Bett, weil ich werde jetzt nicht so lange hier vor dem PC sitzen, Leute. Ich habe gerade schon mal aufgenommen, ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen, aber Leute, ihr werdet das jetzt schön sehen und ich werde es dann gleich auch sehen, Leute. Ich bin echt mal gespannt, was wir durch 1 Million Gems dann quasi für ein Lootout bekommen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird sich nicht lohnen. Ich würde dieses Geld niemals wirklich da reinstecken, Leute. Also so viel Geld niemals. Ich habe es euch eben schon gesagt, Leute. Und ja, Leute, fangen wir an. 3, 2, die Musik, Leute, die Musik. Jetzt muss irgendeine epische Musik kommen, bitte. 3, 2, 1 und go! Leute, ganz kurzer Zwischencheck nach ungefähr 2... Ah, da war ein Lichtbringer! Ich hab's doch gesehen! Da war ein Lichtbringer! Wir haben Gottli gezogen, Leute! Oh mein Gott! Übrigens ist der Autoklicker so schnell, dass teilweise noch Mystery Box 2 aufgehen. Aber Leute, wir haben jetzt um die 200.000 Gems geöffnet. Und ja, das hat gerade schon ziemlich lange gedauert. Aber wir sind bei weitem noch nicht fertig, Leute. Das war erstmal gerade... Das war nicht mal die Hälfte, Leute. Nicht mal ansatzweise die Hälfte. Das war nicht mal ein Viertel. Ja, Leute, wir schauen jetzt in unser Inventar nach 200.000 Gems. Und wir haben... Warte, was? Warte mal, was? Wir haben 5 Godlies bekommen und 84 Legendaries? Ja, jetzt haben wir nicht nur Darkbringer, jetzt haben wir noch einen Lightbringer einmal. Den haben wir einmal bekommen, Leute, und dann haben wir einfach Gemstone 4-mal bekommen? Bitte was? Murder Mystery? Also bei 100.000 haben wir... ein Godly bekommen. Bei 200.000 haben wir 5 Godlies bekommen. Okay. Und ja, Leute, wie gesagt, der Autoklicker ist auch so schnell, dass da wirklich teilweise auch noch die anderen Boxen aufgehen. Keine Ahnung warum, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Jetzt frage ich mich gerade, ob Lightbringer von der 1 Box kommt, von der Murder Mystery 1 Box quasi oder von der 2 Box. Das weiß ich gar nicht, Leute. Das blende ich euch mal ganz kurz hier ein. Aber ist egal, Leute. Hauptsache, da heißt ja nicht, dass wir jetzt 10.000 von den Boxen öffnen. Hauptsache, wir kriegen die Gems irgendwie weg. Wir können eigentlich auch alle öffnen, aber das würde halt mit meinem Autoklicker dann schwierig funktionieren, Leute. Alter, einfach 5 Godlies bekommen. Okay, Leute, und wir haben noch, 4/5 vor uns. Also, wünsche mir Spaß, Leute. Legen wir los, weiter geht's mit der Timelapse. Wir haben um die 500.000 Gems ausgegeben. Also wir haben so circa die Hälfte jetzt geschafft. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, das Inventar zu öffnen, Leute. Ja, ich nehme jetzt schon seit ungefähr über einer Stunde auf, Leute. Und das ist echt, also das dauert echt Jahre, Jahre, Jahre. Aber, Leute, ich meine, was soll's? Ich meine, im Endeffekt ist es cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, Leute, was haben wir nach der Hälfte geschafft, Leute? Und... 9 Gemstone, 3 Darkbringer und 1 Lightbringer, Leute. Wir haben ja noch passiv die ganze diese Box geöffnet, die Murder Mystery Box 2. Und Leute, wir haben einfach in dieser Folge... Oh mein Gott, Leute. Wir haben einfach 13 Godlies bekommen. Aber Leute, denkt dran, es wären eigentlich quasi 10.000 Euro. Und dieses Geld kann man sonst woanders rein investieren, Leute. Aber bitte nicht in 13 Godlies 10.000 Euro. Wobei, wir haben erst bis jetzt quasi die Hälfte weg. Aber 5.000 Euro ist auch schon viel zu viel, Leute. Und ja, ich würde sagen, wie viel haben wir eigentlich von den anderen Sachen? Hier haben wir... Okay, 700 Splats, Leute, 333 Shaded, Lovely haben wir 322, Leaf haben wir 300...
700 Hardened-Leute, 700 Chopper, fast 800 Combat-Leute. Alter, Leute. Oh mein Gott. Mal schauen, ob ich irgendwann nochmal sowas machen werde, Leute. Wir können ja vielleicht irgendwann, wenn der Testserver wieder öffnet, Leute, 10 Millionen Gems öffnen. Aber dann muss ich vielleicht irgendwas überlegen. Dann muss ich den ganzen Tag den PC laufen lassen oder irgendwie sowas, weil anders funktioniert das dann nicht, Leute. Aber ich würde sagen, öffnen wir weiter in 3, 2, 1. Okay, Leute, nochmal ein kleiner Zwischencheck. Wir haben hier noch 200 Sachen, Leute. Die pressen wir jetzt weg und hier kommen die Legendaries rein, Leute. Es sieht so satisfying aus, wenn man hier drauf drückt, Leute. Es ist echt schön und man hört meine Maus, glaube ich, im Hintergrund gerade ausrasten. So, und zack, 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 zack. Okay, also die nächste Runde startet, aber wir haben das hier noch. Und ich bin mal gespannt, Leute, wie viele Godlies werden wir haben, wie viele Legendaries werden wir haben. Und Leute, wir haben jetzt schon quasi 3/4 der Gems verbraten von 1 Million. Und ja, Leute, jetzt geht es los mit dem letzten Viertel, aber davor werden wir das Inventar mal auschecken. Und wir haben, boom, 14 Gemstones, 4 Darkbringer und einen Lightbringer, Leute. Und einfach 287 Rune und 116 Splash. Ja, und über 1000 Splat, Leute. Ja, ich sag mal so. Also, das hätte ich schon gerne im richtigen MM2. Aber leider wird das, wie gesagt, nicht übertragen. Wäre natürlich mega, mega schön. Und Hilfe, Hallihallo, Knife. Aber ja, Leute, machen wir uns ans letzte Viertel. Und dann sind wir fertig, Leute. Und ich bin ja mal gespannt, was dann wirklich dieses 1-Million-Endergebnis ist, Leute. Oh mein Gott. Leute, es ist vollbracht. 1 Million Gems später, nach circa 3 Stunden komplettes Durchrasten, was Kisten aufmachen geht, Leute. 10.000 Kisten haben wir geöffnet, Leute. Für quasi 10.000 Euro. Ob sich das gelohnt hat, ich würde eher weniger sagen, Leute. Wir werden jetzt das Inventar nach 1 Million Gems checken, Leute. Ich bin mega, mega gehypt, Leute. Ich bin mega gespannt. Und Leute, öffnen wir es in 3... 2, 1, boom! Yo! 6 Darkbringer, 20 Gemstones und 1 Lightbringer, Leute. Wir haben 26 Godlies bekommen aus 1 Million Gems. Und ja, nur ein paar Legendaries, Leute. Hier ein paar, da mal ein paar. Und halt einige Godlies. Wie gesagt, einen Darkbringer hatten wir schon. Aber Alter, yo. 1400 Splats, oh, genau, Leute. Fast 500 Shaded. 1460 Hardened. Leute, ja, wie gesagt, das Inventar geht nicht ins richtige Murder Mystery rein. Leider 20 Gemstones kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Fate haben wir auch bekommen. Keine Ahnung, wie sich die Box geöffnet hat, Leute. Aber ich meine, Chromas haben wir jetzt. Nee, Chromas sind es nicht, Leute. Wir haben kein einziges Chroma bekommen. Chroma zu ziehen, Leute. Wie selten ist dann bitte das? Wir haben gerade schon 1 Million Gems ausgegeben. Muss ich etwa 10 Millionen Gems ausgeben, um ein Chroma zu ziehen oder was? Keine Ahnung, Leute. Jedenfalls war es mit der Folge. War halt sehr viel jetzt quasi Timelapse und so weiter und so fort. Trotzdem war es sehr wahrscheinlich sehr interessant. Und ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, Leute. Obwohl ich jetzt sehr viel gewartet habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. 1 Million Likes schaffen wir easy. Also drückt doch auf jeden Fall alle auf den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Benutzt du doch gerne Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Roblox-Prämien kaufst. Und schau doch gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Da findest du meinen Relive-Merch, meinen Roblox-Merch und auch den Link zu meinem Discord-Server. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut rein und ciao! Leute!